Hello everyone, and welcome back to my video series on Learn German for Beginners. Lektion 6. Sich vorstellen. In this lesson, you'll be learning how to introduce yourself to others. You will be learning some new sentences. Just remember, you have to listen to me and repeat. Let's begin with the name. Ich heiße Monika. Do remember that the beta sign here has the sound of double S. Another way of saying your name is Ich bin Monika. This sentence is generally used amongst friends. A formal way to say your name is Mein Name ist Monika. Now let's put together all the three ways of saying your name. Ich heiße Monika. Ich bin Monika. Mein Name ist Monika. All these three mean the same. Now let's come to your last name or your surname. Mein Familienname ist Schmidt. Whenever you come across long words in German, always split them. Familienname. Familienname. Ich komme aus Deutschland. You can replace Deutschland with the name of your own country. To learn the names of various countries and their languages, check out my video on countries and languages. Now let's come to the place you live. Ich wohne in Berlin. Here also, you can replace Berlin with your own city. Ich spreche Deutsch und Englisch. This one should sound familiar to you, as we have done this in Lesson 2, Common Phrases. Ich bin 23 Jahre alt. To find out how you can say your age in German, check out my videos on numbers, Lesson 3 and 4. Now let's talk about what you do. Ich bin Student, or if you are a female, you would say Ich bin Studentin. German has gender-specific nouns like many other languages. As you can notice here, Student is the masculine form and Studentin is the feminine form. Similarly, if you're talking about your profession, you would say Ich bin Lehrer, which is the masculine form, or Ich bin Lehrerin. This is the feminine form. Moving on to the marital status. Ich bin ledig. Or you can say Ich bin verheiratet. Ich bin verheiratet. Ich habe ein Kind. And if you have no children or more children, you would say Ich habe zwei Kinder or drei Kinder or Ich habe keine Kinder. Now let's talk about your hobbies. Meine Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Great! Now let's summarize how you would introduce yourself. Ich heiße Monika or Ich bin Monika or Mein Name ist Monika. Mein Familienname ist Schmidt. You can even say your complete name, like Mein Name ist Monika Schmidt. Ich komme aus Deutschland. Ich wohne in Berlin. Ich spreche Deutsch und Englisch.
Ich bin 23 Jahre alt. Ich bin Student or ich bin Studentin. Ich bin Lehrer or ich bin Lehrerin. Ich bin ledig oder ich bin verheiratet. Ich habe ein Kind. Ich habe zwei Kinder oder ich habe drei Kinder. Oder ich habe keine Kinder. Meine Hobbys sind Fernsehen und Musik hören. Wonderful! Now you know how to introduce yourself in German. Danke! Thanks for watching my video. If you like my video, do give me a thumbs up and subscribe to our channel for more videos. Tschüss! Auf Wiedersehen!